Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrimi und Endliche. Diesmal nicht mit einem vollen Teetopf, ne, in der Kanne. Wir müssen da rauf. Seid ihr wieder auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Klimek? Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hochrock gar nicht bereit. Der Weg ist nicht sicher. Erwarten die Graubärter nicht gerade Lieferungen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie haben mich noch nicht in das Kloster gelassen. Eines Tages vielleicht. Ich wünschte, ich könnte öfter liefern, aber auf der Straße wird es zu gefährlich. Diese Bären machen Fräulein Temba so wütend. Ich hoffe, ihr könnt etwas dagegen tun. Okay, aber zuerst mit dir gesprochen, kurz einmal. Ja? Seid ihr auf dem Weg nach Hochrodka? Ja. Ich bin dabei, selbst etwas dorthin zu liefern. Ich war schon oft im Kloster, hab mir aber die Graubärte noch nie angesehen. Ich möchte es auch gar nicht. Als Meister des Tuum können sie jemanden mit einem einzigen Wort töten. Nicht, dass sie das vorhätten. Sie scheinen friedfertig, aber ich würde sie nicht provozieren. Welche Lieferung bringt ihr nach Hochrodka? Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch, also Sachen, die lange haltbar sind. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Und als Gegenleistung? Es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns. Es wäre einfach nicht richtig, für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher. Und die 7000 Stufen ihren Tribut fordern. Das könnte ich für euch erledigen, okay. Wirklich? Das wäre nett von euch. Nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Das war es schon. Supi, gibt es etwas, worauf ich beim Aufstieg aufpassen sollte? Es gibt manchmal Wolfsrudel oder streunende Tiere, aber mit mehr hatte ich noch nichts zu tun. Nichts, womit jemand wie ihr nicht fertig werden könnte. Achtet darauf, nicht auszurutschen. Bei diesem Wetter können die Stufen gefährlich sein. Nun gut. Wir schauen. Seid vorsichtig dort oben. Ja, bin ich. Den Elfen, den wollte ich auch noch kurz einmal befragen. Wir springen da. Wenn wir können, darüber. Können wir nicht. Doch. Lieber Diese Elf. Diese Bären machen Fräulein Temba so wütend. Ich hoffe, ihr könnt etwas dagegen tun. Hallo. Was kann ich an diesem wunderschönen Tag für euch tun? Ja. Ich fand es immer schon seltsam, dass eine Schicht dichter Wolken den Gipfel des Berges über dem Kloster bedeckt. Ich weiß nicht, was dort oben ist, aber ich wette die Graubärte schon. Na, ihr wirkt ziemlich glücklich. Mein Vater hat mich vor vielen Jahren etwas Wichtiges gelehrt. Er sagte, Gwilin, vor euch liegt die ganze Welt. Geht und seht euch um. Werdet das, was ihr werden wollt. Also habe ich seinen Rat angenommen und hier bin ich. Ihr mögt mein Leben armselig finden, aber ich bin zufrieden. Und kommt es nicht allein darauf an? Ja, genau so ist es, Gwilin. Du bist ja mein Seelenbruder. Einen schönen Tag wünsche ich. Danke für die Auskunft. Ja, echt cool. Gwilin, du bist mein Freund, das habe ich schon gesehen. So, wir müssen noch mal kurz schauen, wie wir da ausgerüstet sind. Bevor wir da aufsteigen, Feuerball rechts und wir werden gleich mal das so machen. Und wir haben jetzt das Dorf hinter uns und Ahela, komm Schatz, auf geht's zum Aufstieg. Wir lassen uns da extrem jetzt viel Zeit, weil die Gegend kennen wir noch nicht, ja. Und ich finde es auch extrem cool hier. Ja, echt nette Leute. Und wir stoßen da jetzt auf Wolfsrudel und Tod und Teufel. Und was ist denn das da? Schriftart. Emblem 1. Vor der Geburt des Menschen haben die Drachen ganz Mundus beherrscht. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzten sie nur, wenn es absolut notwendig war. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Na gut, das war
Die erste Schrifttafel. Stufen gibt's da genug, ja? Und da können wir nicht mehr was pflücken. Hoppala, was ist denn jetzt los? Heilung anderer, das müssen wir jetzt, glaube ich, 2 Minuten lang machen. Oder? Mit dem blöden Stab hat nämlich die Aela jetzt, ja? Danke. Ich fühle mich besser. Soweit ich das sehe, sie hatten Tremora beschworen und mit dem Stab einen Feuerball geschossen, der Umgebungsschaden verursacht und die ganzen Jungs hier ein wenig erzürnt. Kann das sein, dass wir die Jungs nicht unter Kontrolle haben? Sag mal. Ja, der gehört zu Aela. Also, dir schaue ich mal ins Gesicht. Aela ist ein Stück, ja. Unsere halten 2 Minuten. Ne? Also das mit den Fürsten finde ich extrem cool. Den Belz brauchen wir, ja. Wir haben aber, ja. Echt verdrückt mich da jetzt permanent, Leute. Das, man sollte, ja, komm her. Ich gebe dir mal was zum Tragen. Gehen wir. Ja, du musst für mich gar nichts tun. Ich möchte mit Dingen vielleicht. Ja, genau. So. Was braucht ihr? So, was haben wir da? Haben wir da nicht da sonstiges? Irgendeinen Blödsinn? Ja, genau das. Ja, die kann auch nicht mehr tragen. Finde ich ja extrem. Auch nicht mehr. Was hatten die da alles? Waffen. Wo hat sie denn das her? Ja, genau, das hat sie alles von uns. Stab der Feuerbälle ist halb geladen, Schutzgeist. Und da hat sie noch genug Energie, genau. Und Bekleidung. Ah, ihr Schild, das kann ich ja gar nicht wegnehmen. Wo ist denn der Schmarrn her? Ist auch ihr Zeug. Ja. Ja, wir können nicht viel sammeln. Schon gemerkt. Dann laufen wir mal schnell, dass wir da auch weiterkommen. Solange es noch hell ist, Leute. Ja. Weil mittlerweile habe ich gemerkt, in den Dungeons ist es ja extrem dunkel. So, haben wir da das Richtige ausgerüstet? Ja. Was ist denn da jetzt los? Seht ihr, dass die Ausdauer sich nicht regeneriert? Heilung anderer, das war ja natürlich klar. So. Jetzt, genau. Dass wir da schneller vorankommen, hau ich einfach die... Ja, wer bist denn du? Ja, komm her. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt. Ja, habt ihr die Graubette da wo Kien rufen hören? Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Was macht ihr denn da? Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Ja, ist cool. Besucht ihr die Graubette? Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Nun gut, so viel zu den Graubärten. Bis zum nächsten Mal. Wird ja immer mysteriöser, Leute.
die Schrifttafel. Emblem 2. Die Menschen wurden geboren und verteilten sich in Mundus. Die Drachen herrschten über die kriechenden Massen. Damals waren die Menschen schwach und hatten keine Stimme. Oh. Nun gut. Ja. Nun gut, ja. Genau so war es damals. Was auch immer das zu bedeuten hatte. Ja, die Geschichte. Da ist auch ein. Ne, das ist nur ein. Wer ist denn da? Ein Bär. Oh ne, das ist was anderes. Mir wurde gesagt, ja, dass der nicht unbedingt auf Feuer steht. Und um das anständig zu machen. Seht ihr? Die halten inne, wenn wir einen doppelten Zerstörungszauber machen. Und ja, Trollfett. Das Gewicht tragen wir ja noch, ne? Also der Perk, ich zeige ihn noch mal kurz. Für Leute mit Zerstörung und Zauber. Einschlag, das ist glaube ich der, ja. Die meisten Zerstörungszauber stoßen einen Gegner zurück, wenn sie doppelt gewirkt werden. Das ist der ganze Vorteil bei den Zauberern, weil die haben ja wirklich fast keinen Zerstörungswert. Ja, auch wenn wir da jetzt um 50% besser sind, haben wir noch glaube ich nicht einmal 100. Ne? Wir schauen da gleich einmal nach, ich zeige euch das jetzt bei der Magie, ja, wie das ausschaut bei Zerstörung. Wir haben da jetzt, was haben wir, Feuerball zum Beispiel, ne? 50 Schadenspunkte, mit 25% mehr sind wir, und mit 50% mehr sind wir dann auf 75 Schadenspunkte mal 2 ist 150, wenn wir da ein Schwert ausrüsten, wie wir das da jetzt angelegt haben, sind wir schon auf fast, ja, und wir haben nicht einmal noch die volle Nahkampfrüstung, auf den doppelten mit einem Schwert, wenn wir beide Schwerter ausrüsten, ja. Also, Zauber ist glaube ich ein wenig ineffektiv, aber eben dieser Perk, der den Gegner zurückstoßt, ist das der einzige Vorteil, den wir da haben. Deswegen mache ich das auch, weil wir müssen da auch Zerstörung leveln, wir sind da etwas hinten ran und dann bleiben uns nur, haben wir da jetzt, ne? Irgendwas übersehen? Ne, die Schneebären. Ja, genau. Zerstörungszauber, eben dieser Perk. Der haut die Jungs da zurück und lässt uns ein wenig Zeit, um neu aufzuladen, um zu atmen und vielleicht auch noch ein paar Sekunden, um zu fliehen und so. Sonst ist ein Schild und eine gute Rüstung und ein gutes Schwert tausendmal besser. So, hier gefällt es mir ja schon gar nicht mehr, Leute. Ja, wohnen. Ah, schon wieder. Ich muss bei diesen Zaubern... wir lassen die mal. Seht ihr, der bleibt stehen. Und noch einmal, ja. Also, wenn ihr das richtig timet, dann kommt das schon gut. Ihr könnt mit den Jungs auch leveln, weil die heilen sich selbst. Also, Einhand und so wäre ja extrem cool. Wenn ihr da einen Wiederherstellungszauber habt, der etwas wirkt. Wir haben da jetzt extrem blöd ausgerüstet. Wiederherstellung ist so. Und dann nehmt ihr da in die Hand einfach, ja, ein Schwert. Dann haut ihr auf die Jungs ein, könnt alles mögliche leveln. Die heilen sich selbst, man braucht die auch nicht heilen dann. Und ja, eben, das wäre es eigentlich, ja, ein kleiner Tipp, wenn ihr da gewisse Fertigkeiten leveln wollt. Gut so, die Jungs haben sich jetzt verabschiedet. Ja, entweder war es Zeit oder der Troll war einfach zu stark. Ich werde die einfach wieder aktivieren, weil so in der Vierergruppe ist es ja echt lustig unterwegs zu sein.
und ich lese das noch kurz und dann... Was ist denn da? Distelzweig? Da muss ich mal reinschauen und... Ja, die Schale auch genommen. Lesen, Schrifttafel. Nummer 3, Emblem 3. Der junge Geist der Menschen war stark in der alten Zeit. Sie hatten keine Angst, gegen die Drachen und deren Stimmen zu kämpfen. Aber die Drachen schrien sie einfach nieder und brachen ihnen das Herz. Nun gut. Also, mit dieser Schrifttafel werden wir hier kurz einmal abspeichern und auf die nächste Folge verweisen, wenn wir, hoffe ich, endlich mal oben ankommen. Unsere zwei Jungs, ja, El Pacino und Robert De Niro, sowie Aela und unsere Tosita. Diesmal sind es zwei Mädchen und zwei Jungs, so wie ich, euer Toso, verabschieden sich jetzt und wünschen euch noch eine gute Nacht. Wenn ihr Spaß hattet und am Laufen bleiben wollt, macht ein Abo, wenn nicht, dann sagt es ihm nicht weiter. Ciao, Leute.